währenddessen Fiora konstant ihre Whiteness blocken kann, um damit Pressure zu erzeugen. Goldies haben schon das Level 2 etwas early. Der Draven hat keine Summoners. Exhaust ist drauf auf die Sieger. Ignite auch nochmal auf die Draven. Flash Auto, sie haben Flash Auto. Brauchen die mal Flash Auto. Und First Ball für die Goldies, Leute. Der Level 2 Power Spike. Instant ausgenutzt. Oh, warte. Thresh mit dem Roam in die Midlane. Flash, Hook, Sitz, Flay auch nochmal. Der W von Cassio Xera kommt nicht weg. Wer ist dieser Thresh? Wer ist dieser Thresh, Leute? Na, Renekton, etwas sehr offensiv am Tower. Fiora? Der ist am hinten, der Boy. Also vom Lee Sin muss hier auch etwas mehr Pressure kommen. Der sich jetzt auch wahrscheinlich wieder catchen lässt vom Rengar in seinem Jungle. Die Bola sitzt, aber aufpassen. Cassio ist auch noch auf dem Weg und Flash wurde geforst. Cassio hat eh keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die hier wirklich viel machen kann. Kann mal drauf gehen. Kann mal drauf gehen, Leute. Er geht einfach drauf. Aber oh, Lee Sin. Unten auch nochmal schöner Fight. Natürlich, wenn das Ignite dann da ist, kann die Suraka dagegen leider nicht viel machen. Aber Rengar ist gestorben. 2 Kills auf der Botlane. MVP der Thresh. Ich bin mal gespannt zu sehen, was wir hier noch alles von der Botseite bekommen. Rengar Gank auf der Botlane macht Ulti an. Sieger nope. Im Silence. Die sind nimmt sich die Lente und tötet die sie wieder. Hauptsache der Insekt stimmt. Was macht das? Oh mein Gott. Okay, im Normalfall ist der Breaking Point ab der 10. Minute. Wir sind jetzt schon 15 Minuten in-game und ich würde noch nicht sagen, dass es wirklich einen Breaking Point gibt. Die Golddefizit, der Golddefizit ist noch nicht so, also 2000 Gold ist halt schon was, ne? Aber es ist noch nicht ganz so hoch, wie ich finde. Cassio mit dem 1 gegen 2 hat hier bereits einen mitgenommen. Fiora hat nicht mehr allzu viel Mana. Xera Ulti aufpassen. Zeit sind die und gönnt sich. Leute, ich möchte Klappers sehen. Klappers. Okay, das Spiel ist jetzt auch wieder etwas langsamer. Der erste, nee, das ist der zweite Tower für die Gold-Spieler. Der Golddefizit wurde zwar wieder ausgeglichen, aber man muss auch hier erwähnen, oh, dass die Gold-Spieler bereits 2 Tower down haben. Das heißt, das ganze restliche Gold kommt von den Dingenspielern und auf der Top-Lane das 1 gegen 1. Suraka nochmal mit ihrer Ulti. Das war ein türkisches 1 gegen 1. Fiora hat das Türken-1 gewonnen. Ohne die Suraka-Ulti wäre Fiora höchstwahrscheinlich gestorben. Es war aber auch sehr risky vom Renekton weiterhin zu fighten. Thresher wieder mit einem Hook. Suraka lässt sich catchen. Ist tot. Leute, wie sagt man noch so gerne? Ein Hook, ein Schrei, ein Treffer in sein Ei. Bleibt die Frage, werden sie versuchen, diese Jungle zu contesten? Die Gold-Edo-Spieler, die laufen ganz oft im Rudel rum. Ist mir mal so aufgefallen. Oh, Hook sitzt auf den Rengar. Der wird höchstwahrscheinlich sterben. Keine Chance, das zu überleben. Wen nochmal von der Cassio drauf, um ihn davon aufzuhalten, zu flashen, den er nicht mal ready hat. Und das alles für einen Clown-Drachen. Hey, dieser Thresh, Leute, ne? MVP. Darüber reden wir erst gar nicht. Der Thresh ist der fucking MVP. Ah, da kann Thresh den Tower nicht treffen. Wird er Backup bekommen? Oh, Riposte ist raus. Der Q wurde der predicted? Hat der Thresh die Q predicted? Boah, man muss aufpassen, Leute. Die Fiora werden sie wahrscheinlich nicht bekommen. Die ist ziemlich big. So viel Damage ist auch nicht da. Thresh hat natürlich kein Damage. Es tut Xerath hier mit seinem 4. Schuss. Reicht leider nicht aus. Was macht die Fiora? Bleib einfach auf Dauer stehen. Also das hat echt schlecht gemacht vom Thresh von Lee Sin. Das hätte ihn niemand versuchen sollen zu machen. Die Fiora hat zu viel Damage. Hat auch nochmal einen Rift Herald. Cassio ist hier aber auch nochmal da, um zu helfen, um den Tower hier zu defenden. Es reicht aber leider nicht aus. Haben sie vielleicht vor, hier den Dragon, den Nash anzugehen? Ich muss ehrlich sagen, ne? Das Gold-Team könnte den Dragon wirklich machen. Sie haben eine Cassio, die verdammt viel DPS hat. Sie haben Tanks, die das Ganze tanken können. Sie wird jetzt auch relativ big. Ist heute nicht der beste Eddie-Carry, um den Nash zu machen, aber kann ihn natürlich auch nochmal relativ gut machen. Der Lee ist, der ist da und der Thresh, naja, ist halt ein Support, ne? Sofern euer Supporter nicht Malzahar, Zyra oder Brand heißt, oder Thresh heißt, der hier wieder einen super guten Hook trifft, mit dem Flay auch nochmal. Oh, die fighten hier in dem Choke. Redemption kommt drauf. Fiora ist die erste, die fällt. Die Suraka wird reingekickt. Sehr schöner Insekt. Der Rengar gestunt. Oh, Kick. Q, Follow-up. Ist das Nace? Das ist fast Nace.
LOL. Nee. Ist das jetzt passiert? Haben die Goldies die Platin-Spieler fast geaced? Oh, ich dachte schon gerade, dass der Draven den Steal bekommen hat. Oh mein Gott. Leute, wir haben den Breaking Point. 4000 Gold Defizit nach 32 Minuten. 4000 Gold Defizit. Oha, wird er greenen? Wird er greenen? Wird Fiora nicht helfen? Oh, Renekton nimmt hier das 1 für 1 mit. Was komplett worth it war, weil sie auf der Topside den Inhibitor bekommen haben. Insane, die fucking gut, Leute. Oh, der Ränger. Der geht hier wieder deep rein. Hat sein Flash ab. Lässt sich selbst von sich selbst baiten. Aber die Cassio W hält Flashes auf. Oh, eine E. Eine zweite E. Oh, ist das Game zu Ende? Nee. Haben die 5 Yasuo-Spieler gewonnen? Oh mein Gott. Die 5 Yasuo-Spieler haben einfach gewonnen? Ha. Leute. Was passiert? Was passiert?